Heute zeige ich euch meine aktuelle morgendliche Pflegeroutine. Die Pflegeroutine kann sich natürlich von Zeit zu Zeit immer mal wieder ändern. Gerade dann auch zum Beispiel, wenn sich die Jahreszeit ändert oder wenn man zum Beispiel seine Haare abschneidet und einfach von lange Haare auf kurze Haare geht. Ich möchte euch heute einfach mal grundsätzlich meine aktuelle Pflegeroutine vorstellen mit den kurzen Haaren und euch zeigen, wie das morgens so bei mir aussieht. Das erste, was ich mache, wenn ich morgens ins Bad reinstolziere, ist, dass ich mich erstmal unter die Dusche schwinge. Und ja, unter der Dusche reinige ich natürlich erstmal meinen Körper, mache mich erstmal sauber und nicht nur das, ich reinige auch mein Gesicht. Und zwar mit einem Gesichtsreinigungsgel und einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. Und Leute, es ist einfach so ein gutes Gefühl, so in den Morgen zu starten. Man reinigt nicht nur seine Haut porentief mit der elektronischen Gesichtsreinigungsbürste, sondern das ist einfach auch so ein schöner, wohltuender Massageeffekt, wenn man die Gesichtsreinigungsbürste auf sein Gesicht anwendet. Probiert es aus, wirklich mega geil. Heißt, unter der Dusche wird Körper als auch Gesicht ordentlich am Morgen gereinigt. Wenn ich mich dann abgetrocknet habe und aus der Dusche rausgehe, dann ist als allererstes mein Bart dran und es geht weiter mit der Bartpflege. Und die Bartpflege am Morgen besteht für mich aus einem Bartöl und aus Bartbürsten und je nachdem, wie lang der Bart aktuell ist, möglicherweise auch noch aus Bartföhnen. Und genau dieser Step ist für mich auch extremst wichtig geworden, seitdem ich halt einen Bart trage. Denn ich habe nämlich absolut keine Lust auf einen juckenden oder schuppigen oder borstigen Bart. Der Bart soll nämlich immer schön geschmeidig und weich bleiben. Und deshalb mache ich das auch direkt nach der Dusche, denn dann sind die Haare noch schön weich und geschmeidig. Da kann man schön das Bartöl einmassieren und seinen Bart einfach auch wirklich schön in Form bürsten. Das geht nach der Dusche wirklich am allerbesten. Und falls du aktuell noch auf der Suche bist nach einem passenden Bartöl, was ausschließlich aus natürlichen Ölen wie Macadamiaöl, Traubenkernöl und Arganöl besteht, Leute, schaut auf jeden Fall unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch nicht nur das Produkt, sondern natürlich auch sämtliche anderen Produkte, die ich morgens bei meiner Pflegeroutine verwende. Im Step Nummer 3 geht es weiter mit meiner Haarpflege, was man eigentlich gar nicht richtig Haarpflege nennen kann, sondern eher wohl Kopfhautpflege. Denn bei den kurzen Haaren aktuell ist es tatsächlich eher eine Kopfhautpflege. Aber seitdem ich halt lange Haare hatte, ist es einfach so, meiner Pflegeroutine drin geblieben. Und zwar nutze ich immer noch jeden Morgen einen kleinen Tropfen, jetzt nur noch einen ganzen Mini-Tropfen Arganöl. Massiere mir das auf die Kopfhaut bzw. auf meine Haare, weil das gibt dir morgens einfach so ein richtig schönes, frisches Gefühl. Von der Haarpflege geht es weiter mit der Körperpflege. Da sieht es bei mir aktuell so aus, dass ich nach dem Duschen dann dementsprechend auch meinen Körper mit einer Bodylotion eincreme. Je nachdem, was für eine Jahreszeit natürlich auch ist, ändert sich das auch mal hin und wieder. Und ich benutze zusätzlich auch noch einen Deo-Stick. Ich habe damals solche Deo-Sprays verwendet. Die finde ich irgendwie nicht mehr so gut, denn der Deo-Stick funktioniert einfach für mich persönlich ein bisschen besser und deshalb nutze ich an dieser Stelle dann noch den Deo-Stick. Weiter geht's mit der Hautpflege und die Hautpflege begann ja eigentlich schon in der Dusche, als ich mir mein Gesicht gereinigt habe mit einer Gesichtsreinigungsbürste und einem passenden Gesichtsreinigungsgel und die wird jetzt im Prinzip fortgeführt. Und zwar wird sie fortgeführt mit 3 weiteren Produkten. Was sich erstmal viel anhört, ist es aber eigentlich gar nicht. Das erste Produkt, was ich verwende, ist ein Serum. Verwende ich einfach hier auf meiner Stirn als auch auf meinem Wangenbereich, eigentlich grundsätzlich in meinem ganzen Gesicht. Und wenn das eingezogen ist, geht es weiter mit einem Augengel. Denn gerade die Partie an den Augen, die Haut an den Augen ist sehr empfindlich und neigt auch schneller dazu als andere Hautpartien Fältchen zu bekommen. Von daher kriegt diese Partie nochmal eine gesonderte Pflege. Und abschließend kommt dann natürlich noch die komplette Hautpflege dazu. Heißt, wenn das Serum und das Gel eingezogen ist, creme ich mein ganzes Gesicht nochmal passend mit einer Creme ein. Nach der Hautpflege geht es weiter mit der Mundpflege. Die Mundhygiene am Morgen, die muss natürlich sein. Und dazu zählt natürlich das Zähneputzen als auch, ja Leute, die Zahnseide. Ich mag es auch nicht, aber es muss sein. Versucht euch dazu zu zwingen, jeden Morgen auch Zahnseide zu verwenden. Und je nach Belieben nutze ich dann auch noch Mundwasser oder halt auch einen Zungenreiniger. Aber das mache ich immer je nach Gefühl. Und Leute, last but not least, die Pflegeroutine am Morgen wird natürlich abgeschlossen mit keiner Drehung, Jeremy Fragrance Style, sondern mit einem passenden Duft. Selbstverständlich, damit man einfach auch über den Tag verteilt ein richtig schönes Gefühl hat. Ja Leute, so sieht meine aktuelle morgendliche Pflegeroutine aus. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, wie eure aktuelle Pflegeroutine ausschaut am Morgen. Interessiert mich. Habt ihr auch solche Steps, die ich jetzt aktuell habe? Habt ihr eine längere Pflegeroutine, eine kürzere Pflegeroutine? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Wünsche euch einen maximal gepflegten Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.